mache eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Meine Ausbildung geht 3,5 Jahre. Ich bin Elektroniker geworden, weil mich das Fach sehr interessiert hat und weil man dort einen enormen Einblick in die Welt hinter den Kulissen quasi sehen kann. Besonders cool finde ich in meinem Beruf, dass ich sehr viel lernen kann, was passiert, also jetzt auch physikalisch gesehen. Wenn man jetzt hört, aus der Steckdose kommt Strom und Spannung und dann, das ist ja für manche Leute ist das kein Begriff. Und in der Ausbildung lernt man explizit physikalisch, auch wie technisch gesehen, wie das alles im Inneren eines Gebäudes abläuft. Und das finde ich sehr interessant. Jetzt unabhängig gesehen jetzt von den Tätigkeiten her auch das kollegiale Verhalten, dass man miteinander agiert und versucht, wenn es Probleme gibt, wirklich miteinander mitzuarbeiten und dort dann auch die Probleme dann löst. Und besonders Spaß macht es mir, wenn wirklich mal ein Fehler in irgendeiner Anlage anliegt und man dort dann versucht, den Fehler rauszufinden. Die Vorerfahrung jetzt in dem Sinne, ich hatte gute Noten in Physik. Ich finde, Physik und Mathematik ist ein großer Bestandteil der Ausbildung und sollte auch beherrscht werden. Allerdings hatte ich jetzt mit Elektrotechnik vorher noch gar nichts zu tun gehabt und habe alles in der Ausbildung gelernt. Also was man definitiv hier mitbringen sollte, wenn man hier in dem Unternehmen beschäftigt werden will oder halt die Ausbildung hier tätigen will, dann ist das Engagement und auch auf jeden Fall Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Wir bei der SPI haben eine hohe Arbeitssicherheitsverordnung. Wir leben quasi Arbeitssicherheit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Jacken, die auch einen besonderen Schutz gegenüber Elektrounfällen bieten. Wir haben noch eine Anschlusskappe und die müssen wir tragen, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Leitern sind oder sogar einen Industrieschutzhelm, wenn es eine Höhe ab 2 Meter überschreitet. Ich habe einen mittleren Schulabschluss. In unserer Firma ist es aber so, dass eher auf die Person als Mensch geachtet wird und man hat auch als, sagen wir, wenn man jetzt einen Hauptschulabschluss hat, die Möglichkeit, beim Bewerbungsgespräch dort zu punkten, indem man mit dem persönlichen Auftreten halt agiert.